Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie der MP3-Download funktioniert und wie Sie die Dateien anschließend auf ein Android-Handy übertragen können. Zuerst nehmen Sie bitte die Kurzanleitung für den MP3-Download zur Hand und führen die vier dort beschriebenen Schritte aus. Scrollen Sie auf unserer Website ganz nach unten und klicken nach dem Seminar anschließend auf den Link zum Download-Bereich. Nach Eingabe Ihres Vor- und Nachnamens und Ihres Zugangscodes sind Sie im Download-Bereich. Lesen Sie sich bitte vor dem Download noch die Vorbemerkungen durch, damit Sie Ihre Hypnosen- und Motivationsaufnahmen optimal anwenden können. Dazu finden Sie noch detailliertere Informationen unter diesem Link. Wir werfen mal kurz einen Blick darauf. Bitte lassen Sie sich nicht davon irritieren, wenn hier die Rede von CDs ist. Die Inhalte Ihrer MP3-Dateien sind identisch. Lesen Sie sich bitte diese beiden Seiten in aller Ruhe durch. Nun weiter im Download-Bereich. Ich lade exemplarisch die CD1 als ZIP-Datei herunter. Dabei kann ich Ihnen auch zeigen, wie man eine ZIP-Datei entpackt. Klicken Sie auf Speichern und die Datei wird im Download-Ordner abgelegt. Öffnen Sie diesen und lassen Sie sich nun mit einem Rechtsklick das Auswahlfenster anzeigen, um die ZIP-Datei mit dem Befehl Alles extrahieren entpacken zu können. Es wird ein Ordner mit einzelnen MP3-Dateien erzeugt. Diese können Sie nun direkt mit dem Windows Media Player abspielen, am besten mit einem Kopfhörer. Aber vielleicht wollen Sie dafür lieber Ihr Handy verwenden? Zum Kopieren Ihrer Dateien auf Ihr Handy greifen Sie mit der Maus die jeweilige Datei und ziehen Sie über das Symbol Ihres angeschlossenen Handys im Windows Explorer. Hier sehen Sie nun die Datei, die Sie direkt auf Ihrem Handy abspielen können. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Nachdem eine Datei heruntergeladen wurde, ist deren Schaltfläche aus Gründen einer besseren Übersicht nicht mehr zu sehen. Sie haben jedoch weiterhin Zugriff auch auf bereits heruntergeladene Dateien. Um deren Schaltflächen wiederherzustellen, müssen Sie sich einfach nur ab- und wieder anmelden. Sie sehen, die zuvor nicht sichtbare Schaltfläche der CD1 als ZIP ist wiederhergestellt. Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg und alles Gute, Ihr Jochen Kaufmann-Team.